Let's Play Stellaris. Die Community hat gerade den perfekten Namen für meine Forschungsschiffe rausgehauen. Nicht mit Absicht, aber natürlich heißen meine Forschungsschiffe Speculatius. Nee, ich habe ein Pflaster am Finger. Das Ach ja. Tippt sich nicht so gut. Speculatius 1. Und Speculatius 2. Was denn? Mr. Select möchte Admin-Reste. Also, um Admin-Reste zu bekommen, musst du aus Lagoon Reste machen. Lagoon ist leider sehr komplett. Mr. Select ist M-Select, das ist die Abkürzung für Menü-Select, das ist Marcel. Ach so. Ich weiß nicht, was soll euch die Admin-Rechte geben kann. Du hast dir schon mal rumgepöbelt. Und da war zum Glück Lagoon zur Stelle, um dich. So, was soll ich jetzt machen? Jetzt ist ja alles durcheinander. Was wolltest du tun? Nee, ich wollte meine Flotte vereinen. So, wo fliegt ihr hin hier? Ihr sollt... Oh nein, ihr sollt nicht zu den Bösewichten. Da sollt ihr hin. Wie kann ich die denn da nicht hinfliegen lassen? So, jetzt kann sie es. Das wird alles gemacht. Das Konstruktionsschiff macht Sachen. Speculatius spekuliert. Du kannst leider noch nicht subscriben, weil ich noch zu klein bin. Wut-Subscriben fände ich aber sehr schön. Achso, nee, ein Abo kannst du da lassen. Unten, unter dem Gedöns, oder? Oder dem Herzchen oder so? Hm? Achso, das ist ein... Aha. Moment, ich habe mein eigenes, das kann ich noch nicht. Besatzung der Wik-Wik-Wik. Name. Vom Fühler. Habe ich was Außergewöhnliches gefunden. An den Dünen sind Ruinen. Hahaha. Kann sie entweder jetzt sofort komplett plündern oder ich kann die Siedlertexte übersetzen. Wenn ich sie plündere, bekomme ich 400. Oha. Richtig viel Mineralien und Zeug. Ja, ich erforsche mal den Siedlertext. Also, ich habe gerade die Wahl zwischen einem hoffentlich langfristig coolen Ereignis oder kurzfristig fetter Beute von 470 Mineralien. Okay. Gehen wir auf die Langzeitforschung. Und das. Wehe, das ist scheiße. Es geht weiter. So. Ja. Jot, geht weiter. So, ich habe gerade noch was gefunden, was ich erforschen musste. Mhm. Science Ship under attack. What? Stopp. War das dieses System? Ja, wo du meintest, das war das. Ja, das war das, nichts, was du vergessen hast. Einfach drauf warten und auch schon mal wieder ein Wilder klicken. Oh. Trutig ist gestorben. Der arme Trutig. Hat's nicht geschafft. Oh, weil du es vergessen hast. Ja, tatsächlich sitzen wir an der Wand, wo vorher mein Bett stand. Ich habe mein Zimmer umgeräumt. Also, ja, für Leute, die... ja, nee, ich hab mein Zimmer umgeräumt. Und der M-Select war tatsächlich das ein oder andere Mal schon bei mir daheim. Das verwirrt ihn jetzt wahrscheinlich. Alpha Hybridi ist leider nicht dabei. Ah. Oh nein, ich baue ja schon wieder ein Kolonieschiff, aber ich habe noch nichts gefunden, wo wir kolonialisieren können. Ja, da hilft nur eins, ne?
rausfinden, ob wir irgendwo wohnen können. Ach, Ozeanwelt, aride Welt, arktische Welt, das steht doch daneben. Ja. Aber die sind dann ja grau, weil die noch nicht erforscht sind, oder was? Ja, richtig, genau. Ah. Aber ich hatte doch hier so zwischendurch Welten, die so okayisch waren. Wie ich es geschafft habe, mich am Fenster zu stoßen, da stand der Rechner noch drüben. War gar nicht so schwer. Das sind aber viele. Ist ja nix, wo man siedeln kann. Du hast doch sowieso eine gute Quote eigentlich. Ja, ich hab hier... Arktische Welt ist aber wirklich Mist. Arktisch. Arid? Was ist denn die aride Welt? Neben Tundra, glaube ich. Das kann ich nicht. Das ist knallrot. Das ist schon in meiner... Kontinental ist direkt neben tropisch. Ja, das ist aber... Du willst Gebiet erschließen, meinst du? Ja, das ist schlau. Ah, hier können wir, glaube ich, mal ein bisschen Ruhe stiften. Ah, das sind die Bergbaustationen. Die sind feindlich. Okay, dann machen wir die doch mal kaputt. Ah ne, die wird gerade erst erforscht. Moment, dann lassen wir das. Stopp, Abbruch. Abbruch. Ja. Colony established. Yay, auf dem Zimtstern ist eine Kolonie. Construction complete. Ja, das ist gut. Warte mal, ich muss kurz Pause machen, ich muss kurz überlegen. Die Aether-Aliens haben. Hast du hier eine Militärstation auf Netris? Nein. Hab ich nicht. Das ist aber unangenehm. Das sind die Piraten, die du hast frei rumlaufen lassen, glaube ich. Ich habe die abgeschossen, meine ich. Ah ne, die sind weggefahren. Okay, dann muss ich da mal Gelegenheit mal hin. So, wo will ich denn jetzt? Ich muss ja noch irgendwo siedeln. Neben mir sind xenophile Spiritualisten. Ich könnte auf Stäbner einfach siedeln. Macht man Reich zwar nicht größer, aber... Wollen wir weitermachen dabei? Ja, ich überlege gerade, ist ja eigentlich sinnvoll, außerhalb des eigenen Reichs zu siedeln, ne? Prinzipiell schon, aber wenn du wirklich nichts findest, dann kann man auch mal bei sich bleiben und dann mit Außenposten im Außenbereich was machen. Oh, es gibt das Oreo Nationalist Commando. Oh, der ist halt voll klein auch. Ja, was hat's denn? Oh, ich bin da noch am Limit. Mir egal. Da waren einfach Forschungslabor ein. Seid ihr alle happy? Ja, ne? Alle happy versklavt. Eve Hanke ist auch da! Hallo Olli! Oh, will ich Roboter haben? Oder Weltraumtorpedos? Sind Weltraumtorpedos, sind aber nicht die Steigerung von Atomraketen, nee, oder? Das ist eine andere Sache. Die fliegen halt einfach so und durchbrechen auch Schilde. Das ist das Krasse bei denen. Die sind auch raketenteuer, ne? Klingt aber gut. Ich glaube, ich möchte Weltraumtorpedos haben. Ja! Okay, die Asseln haben Rivalitäten. Ja. Noch ein bisschen Cash im. Hast du vorher noch nie einen Stream gesehen, Marcel? Oder machst du dich wieder über E-Mail lustig? Hostile Fleet detected. Wo ist die Hostile Fleet? Und wer hat mit denen Stress? Ihr fliegt nach Hause. Oh, mehr Kriegsschiffe machen wir wahrscheinlich. Special Project complete.
Bei der Untersuchung der Bohrlöcher auf Leibniz 3 haben unsere Archäologen am Boden eines Lochs versteinerte Überreste von Bergleuten gefunden. Wow, dankeschön. Das interessiert doch niemanden. Oh, Nebelheim, hallo. Nebelheim. Ja, was Sam möchte, dass du Battlefield streamst. Es gab ja auch schon die Anfrage, dass du bitte, du sollst das erforschen. Ja. Ach, da muss ein Wissenschaftler vor Ort der Stufe... Moment. Wissenschaftlerfähigkeit 4... Fähigkeit 4 hat Fähigkeit 5 oder höher. Okay, meiner ist nicht schlau genug. Ja, dann soll er halt mal andere Sachen erforschen. Zombrek sagt, dass Torpedos toll sind. Da gebe ich ihm völlig recht. Torpedos sind super. Aber jetzt merkt ihr gerade das, was wir meinten, warum wir das jetzt auch streamen, während wir das aufzeichnen. Wenn so viel Zeug ist, auf das man sich, wo man gucken muss, so was ist hier, was ist da, dann hört man irgendwann auf zu quatschen. Das ist so ein bisschen problematisch. Geht, ne? Ja, also für diese Art natürlich der Unterhaltung ist es tatsächlich nicht zu gut. Das stimmt. Ja, also ich bin beeindruckt von deinem, ich würde sagen, von deinen Auswüchsen. Also von der krassen Geschwindigkeit, wie du kolonisierst. Construction. Aber ich bin jetzt auch durch. Ich bin jetzt hier am Limit. Ich kann nicht mehr. Mhm. Oh, ich kann mir tatsächlich Benet Nash holen. Funktioniert noch. Benedikt Nascht? Ja. Ah, ich kann doch jetzt diese Weltraumdinger bauen, ne? Endlich kannst du Weltraumdinger bauen. Wo sind denn die nochmal? Beim Raumhafen? Ach shit, die Slots sind voll. Diese Futterstation. Die leckere Futterstation. Njam, njam, njam. Da brauche ich aber Station Stufe 2. Ah. Oh geil, weil kriege ich Grenzreichweite plus 20%. What up? Hat jemand die YouTube-Folgenlänge im Auge bestimmt, ne? Yes, yes. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Also wir gucken jetzt erstmal, was in Netris hier für eine feindliche Station ist. Oh, die gehören jetzt ja zu unserem Puff hier. Dann können wir hier das noch ausbuddeln? Dieses arme Schiff jetzt schon bauen muss. So, wir können. Was fehlt denn hier noch? Forschungsstationen kann ich noch bauen. Das ist nicht bei uns drin. Boah, ich kann ja so viel Kram bauen. Es ist so viel zu tun! Lagun, musst du in 7 Minuten los? Was? Oh, der Vanillegipfel ist ein schönes Wort. Das große Treffen. Das ist, wenn die neuen politischen Entscheidungen getroffen werden für das Volk der Polis. Geil! Gibt ein Papagei, den Skrak! Skrak möchte, dass Oreo unabhängig wird. Ach, 7 Minuten geht die Folge noch. Ach, ich bin so ein Vogel. Ja, danke. Ich hatte es auch eben gefragt, aber dann habe ich nicht gerallt, was ich von euch wollte. Das ist eine Alien-Raumstation. Wir greifen die mal an. Ich glaube, das sind diese Dinge, die man nicht sagen sollte, oder?
Guck mal, hier ist eine geheime Alien-Raumstation. Das sind die Eta-Aliens. Moment, kann ich die erforschen? Nein, ich kann die nicht erforschen, oder? Nein. Dann machen wir sie mal lieber kaputt. Das ist schließlich unser Gebiet. Boah, ich bin mächtige Schiffe. So, hier muss ich. Der ist noch ganz klein. Anomaly found. Einfach eine Alien-Raumstation, von der man nichts weiß. Hier wird überall was gebaut. Ein Zimtstern. Oh, den dichten Dschungel, das hätte ich mal erforschen sollen, ne? Hat mir wieder keiner gesagt. Colony established. Yay, neue Kolonie. Situation log updated. So, was haben wir? Warte mal, ich muss kurz Pause machen. Was haben wir noch für Namen? Katzentatzen. Was hatten wir noch für Namen für Planeten? Keine Ahnung. Ah, das Lebkuchensystem oder der Vanillegipfel. Okay. Ich finde tatsächlich persönlich den Vanillekipferl und Vanillegipferl. Und der Rumkuchen ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, wir machen es so. Ah! Das ist das Vanillekipferlsystem. Und der Planet, auf dem wir wohnen, Tra, ist der. Nein! Es blinkt und es tut es nicht. Vanille. Gipfel. Sehr schön. Schokolade! Okay, geht weiter. Ja, das System ist halt auch echt wertlos hier. So, versklave ich jetzt eigentlich weiter in. Okay, jemand hat einen Asteroiden irgendwo hingeschleppt. Was? Ja, in eine stabile Umlaufbahn um ein anderes Gedänge. Okay. Okay? Ja, bei mir ist gerade so. Geht alles so seinen Gang gerade, ne? Alles sehr gemütlich. So, kurz, ich muss mal wieder ein paar Bewohner versklaven. Oh, ich muss für mein Exobiologie-Ding Viecher besorgen. Das werden wir natürlich machen. Updated. Ach so, man könnte natürlich auch schon diese Dinger. Kann ja auch so Regionen mit so Commandern vergeben, ne? Ja, das lohnt sich erst, wenn du am Limit bist. Also das ist jetzt ja 5 von 5. Danach ist es interessant. Ah, okay. Ach, also Gouverneure! Du kannst natürlich für alle deine Welten noch Gouverneure ernennen. Das haben wir vollkommen vergessen. Ich auch. Die sind sehr, sehr, sehr mächtig. Ich habe mich gefragt, warum ich denn so viel Einfluss habe, weil wir die Gouverneure vergessen haben. Warte mal, machen wir kurz Pause. Emil ist nicht mehr zurechnungsfähig. Ja, das stimmt. Emil ist auch nackt übrigens. Also den Part siehst du nicht. Das ist nur, wenn er aufsteht.
Achso, und jetzt kann ich Gouverneure rekrutieren, ne? Das ist alles beschissen. Es gibt wirklich coole Fähigkeiten. Dein Gouverneur zum Beispiel auf deiner Hauptwelt. Sowas ist cool. Ja, billiger ist nicht so wichtig. Erfahrungszuwachs ist, glaube ich, ganz cool. Ah, nehmen wir den mal. Er macht das. Das haben wir echt vergessen, ne? Ja. War toll. Basti meint, man soll das sparen, um Sektor zu erstellen. Ja. Aber ist es nicht wirklich cool, einen Gouverneur zu haben? Na gut, dann spare ich das. Ich vertraue Basti. Dann habe ich jetzt einen Gouverneur. Was kostet Sektor erstellen? Wo war das nochmal? Jetzt sagt die Folge ist Ente. Die Folge ist eine Ente? Okay. Dann endet hiermit die Folgenente. Liebe Menschen, ja, die Folge endet. Und in diesem Sinne, Papageienland. Go. Ahoi. Bis gleich. Tschüss.